Nach nur 3 Monaten zeitlicher Differenz zum letzten Gameplay-Pack wurde das neue The Sims 4 Werwölfe-Pack offiziell vorgestellt. Alle wichtigen Infos, den Trailer und Bilder bekommt ihr in diesem Video. Die Bombe ist geplatzt. Wir haben einige Informationen zum neuen The Sims 4 Werwölfe Gameplay Pack erhalten, welches schon am 16. Juni für alle Spieler zum Kauf bereitstehen wird. Das Pack bietet Werwölfe, die mit eigenen Fähigkeiten wie schnelles Laufen auf allen Vieren, Markieren des Territoriums, Mondresistenz und viel mehr daherkommen. Aber auch die neue Welt Moonlight Mill wirkt durchaus spannend. Beginnen wir mit einer ersten Analyse des Trailers. Direkt in der ersten Szene bekommen wir einen besonderen Einblick in die neue Welt, welche ursprünglich mal eine Sägemühlenstadt war. Die alten Industriegebäude dienen hier als Schauplatz, die meiner Meinung nach eine tolle Atmosphäre vermitteln. Wie zu erwarten, sind die Objekte in diesem Pack wieder sehr rustikal und kaputt, überall sind Kratzer, Risse oder Aufdrucke zu sehen. Beachtet in dieser Szene, dass das Wasser in der Nacht anfängt zu glitzern und leicht zu leuchten. In dieser weitläufigen Szene ist das Dach oben leicht offen. Laut Blog-Eintrag befindet sich hier unter der erstmal friedlich wirkenden Welt ein komplettes Tunnelsystem, welches ihr erkunden könnt. In der Region gehen komische Dinge vor sich. Hier gibt es einen Sim namens Greg, von dem man sich fernhalten sollte. Leider hat die Sim-Dame aus dem Trailer Pech und wird von einem Werwolf verfolgt, die innerhalb der Welt ebenfalls in 2 Gruppen organisiert sind. Die Moonwood-Kommune sind Meister der Selbstkontrolle, Tradition und Gemeinschaft und die Wildfangs, die eher rebellisch und freigeistig sind. Wenn man diesen beitreten möchte, muss man Prüfungen absolvieren und vorher eine gute Beziehung zu den Sims im Rudel aufbauen. Ihr habt bei Aufnahme aber auch Verpflichtungen und müsst die Hierarchie beachten, könnt aber auch zum Leiter des Rudels aufsteigen. Wie man im Trailer sehen kann, haben die Werwölfe aber auch eine eigene Laufanimation, wie man sie von den Werwölfen kennt. Wow, was ist das denn für ein genialer Baum im Hintergrund? Innerhalb der Welt scheint es wohl auch kleinere Bunker zu geben, in denen die angehende Werwölfin ebenfalls verschwindet. Für Baumodus-Fans bietet auch dieses Gameplay-Pack wieder eine Menge, denn so gut wie alle Objekte aus dieser Szene sehen absolut genial aus, angefangen vom Couchsessel, die Kisten, auf denen der Fernseher steht, die spartanische Bar oder auch das Bücherregal mit mehr Brettern als Büchern ist klasse. Das spannendste Objekt in dieser Szene ist aber vermutlich das neue kleine Teleskop, welches sich beim genaueren Hinsehen im Hintergrund versteckt. Und gute Neuigkeiten, wie SimGuru Connor bekannt gegeben hat, ist dieses nicht nur Dekoration, sondern kann ebenfalls ganz normal wie eines benutzt werden. Hoffen wir einfach mal, dass die eigenen Sims hier vielleicht ebenfalls unterirdisch wohnen können? Wenn ihr ein unterirdisches, improvisiertes Fitnessstudio einrichten möchtet, stehen hierzu wohl ebenfalls neue Objekte und Gegenstände bereit. Die Verwandlung ist wirklich ausdrucksstark gemacht. Die Frau fasst zuerst an die rot leuchtende Stelle und verwandelt sich in einer spektakulären Animation zur haarigen Kreatur. Das Lagerfeuer aus dem Zeit für Freunde Erweiterungspack gibt es jetzt in abgewandelter Form ebenfalls in diesem DLC. In den nächsten Szenen sieht man viele verschiedene Formen und Variationen der Werwölfe, die in diesem Pack wohl ebenfalls eigene Eigenschaften haben. Wild, verspielt, dramatisch, kuschelig zählen dazu. Die Werwölfe haben eine normale und Biestform. Ohren, Augen und Fell können frei angepasst werden. Wir lagen richtig, es ist ebenfalls möglich, die Werwölfe ähnlich wie bei den Hunden und Katzen mit eigenen Mustern zu bemalen. Natürlich verhalten sich die Werwölfe im Spiel nicht komplett normal. Sie pinkeln auf den Boden, kratzen sich am Kopf oder heulen. Die Animation des Kleinkinds, das Werwolfsgeräusche nachmacht, ist wirklich süß. Weiter können wir den Werwölfen zuschauen, wie sie gegeneinander kämpfen. Die Animationen sind auch hier ziemlich cool. Der eine Werwolf gräbt sich vor Angst im Boden ein, ebenfalls eine neue Interaktion. Achtet mal darauf, wenn man genau hinsieht, bewegen sich die Ohren der Sims wirklich mit und sind nicht starr wie bei den Kostümen, die wir derzeit so im Spiel haben. Wenn man mit den Werwölfen spielt, schalten sich nach und nach auch besondere Fähigkeiten wie Laufen auf allen Vieren, Markieren des Territoriums, Mondresistenz oder Unsterblichkeit frei. Alle Werwölfe haben einen Wutbalken, der sich durch passende Interaktionen wie seine Kräfte nutzen, im Mondlicht baden oder sich in der Biestform befinden, füllt. Wenn dieser voll ist, verwandelt der Sim sich direkt in einen Werwolf. Eine der wohl witzigsten Interaktionen in diesem Pack ist das gemeinsame Taubeißen, welches wirklich witzig aussieht. Beachten wir aber mal den besonderen Wohnwagen, der wirklich abgeranzt und total ikonisch ist. In diesem ist eine komplette Bar integriert. Die letzten Sekunden des Trailers brechen an und wir können den Sims beim Herumtollen zuschauen. Auch die Sicht auf Moonlight Mill in Gänze sieht gigantisch aus.
Besonders erwähnenswert finde ich noch, dass der Mond tatsächlich seine Erscheinung ändert. Mal ist Vollmond, manchmal im Trailer Halbmond. Dieser wechselt jetzt also ebenfalls. Wenn ihr gar nicht genug vom neuen Werwolf-Gameplay-Pack bekommen könnt, gibt es schon am 10. Juni alle wichtigen Infos zum Pack, die ich euch natürlich in einem der nächsten Videos ebenfalls zusammenfassen werde. Abonniert gerne, um hier nichts zu verpassen. Auch dieses Pack wird es demnächst bei Instant Gaming geben, welche viele Packs um bis zu 70% günstiger anbieten. Link ist in der Beschreibung. Was denkt ihr zu der neuen Ankündigung? Freut ihr euch auch auf die neuen Werwölfe oder seid ihr bisher eher kritisch eingestellt? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.